Hallo Fans der angewandten Forschung. Mein Name ist Vince Ebert und an dieser Stelle berichte ich über die spannende Welt der Produktionstechnik und der Automatisierung. Von A wie Assistenzsysteme bis Z wie Zerspanung ist kein Thema vor mir sicher. Bühne frei für Innovationen. Made in Stuttgart. Tennisschläger werden in der Regel aus kohlefaserverstärktem Kunststoff hergestellt. In diesem Modell hier wurden erstmals Kohlenstoff-Nanoröhren eingesetzt. Das sind winzige Fasern aus reinem Kohlenstoff mit einem Durchmesser von 2 bis 50 Nanometern. Und das verbessert die Spieleigenschaften immens. Um es bildhaft zu machen, das Verhältnis von einem Nanometer zu einem normalen Meter ist in etwa so groß wie das Verhältnis des Durchmessers dieses Tennisballs zu dem Durchmesser der Erde. Diese winzigen Kohlenstoff-Nanoröhren haben extrem gute Eigenschaften. Sie sind sehr leicht, thermisch und elektrisch leitfähig. Mit bloßem Auge sieht man eigentlich nur ein schwarzes Pulver, so ein bisschen wie Ruß, ziemlich unspektakulär. Aber unter dem Mikroskop kann man alles ganz genau erkennen. Es sind lange, dünne Fäden, die vollkommen durcheinander liegen und miteinander verwoben sind. Sie ähneln einem Topf voller kalter Spaghetti und haben im Prinzip auch das gleiche Problem. Beim Nachschlagholen bleibt der gesamte Topfinhalt an der Gabel kleben. Auch die Kohlenstoff-Nanoröhren haften aneinander und müssen vereinzelt werden. Und die Vereinzelung geschieht hier, im Dispergier- und Applikationszentrum des Fraunhofer IPA. Nachdem die Kohlenstoff-Nanoröhren vereinzelt sind, werden sie zu Elektroden verarbeitet. Und diese wiederum werden zur Beschichtung von Gegenständen wie Laptops, Smartphones oder Tablets gedruckt und programmiert. Und dabei entfalten die Elektroden ihre bereits beschriebenen perfekten Eigenschaften. Kurzum, es gibt praktisch keine Elektronik mehr ohne diese Elektroden. Zurzeit arbeiten die Wissenschaftler an einem intelligenten Regal, das mir anzeigt, wo ich welches Buch abgelegt habe. Wenn ich ein bestimmtes Buch wiederfinden will, wird mir der Standort über eine Leuchtleiste angezeigt. Suche Johann Wolfgang von Goethe. Haben wir nicht. Suche Mickey Maus. Ganz schön intelligent. Tja, wieder eine Innovation, die begeistert und unser Leben bereichert. Zukunft, du kannst kommen. Wir sind bestens vorbereitet.